Für 1,6 Millionen Dollar Kaution ist Ronaldinho aus dem Gefängnis entlassen worden. Der brasilianische Ex-Weltfußballer und sein Bruder waren zuletzt wegen gefälschter Pässe in Paraguays Hauptstadt Asunción inhaftiert. Bis ihr Prozess beginnt, stehen die beiden in einem 4-Sterne-Hotel in Asunción unter Hausarrest. Anfang März waren Ronaldinho und sein Bruder mit gefälschten Pässen nach Paraguay eingereist. Daraufhin waren sie inhaftiert worden. Permiso.